Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag bei der Living Earth. Mein Name ist Tatjana Strubel und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast, der uns ein tolles Projekt vorstellen wird, nämlich die Maya Tanz. Maya ist, glaube ich, von ganz Anfang an dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der Living Earth. Und du hast ein ganz tolles Projekt in Porto Santo, wirst uns gleich erzählen, wo das ist. Und du sagst selber, dass du ein Paradieskind bist. Herzlich willkommen, liebe Maya. Wie schön, dass wir heute zusammen sprechen dürfen. Wo ist Porto Santo und was hat dich nach Porto Santo verschlagen? Also erstmal hallo für alle, die das hören. Also Porto Santo ist ein kleines Inselchen mitten im Atlantik. Und zwar gehört es zu den Madeira-Inseln. Einfach eigentlich die älteste bewohnte Insel von den Madeira-Inseln. Und das Klima ist total mild. Und das wurde so im 15. Jahrhundert entdeckt von den Portugiesen. Die sind dort gestrandet, eben deshalb heißt es Porto Santo. Sonst wären sie irgendwo verschollen. Und ja, es ist einfach eine ganz tolle Insel. Es ist so zwischen 13 und 29 Grad. Also im Winter kann es nachts so auf 13 runter im Durchschnitt. Und 29 ist die Maximaltemperatur eigentlich. Also ich habe es noch nie, 29 habe ich letzten Sommer erlebt. So ein paar Stunden. Da war ein warmer Sommer. Und das ist natürlich ein tolles Klima. Wir haben 9 Kilometer goldenen Sandstrand. Wirklich golden, wenn am Morgen die Morgensonne aufscheint. Und das ist dann so beim Sand nass, dann ist das so Kupfergold. Und am Abend ist es dann eher so ein einfach Goldgold. So, ja, hell. Sehr viel Licht da, es ist sehr hell und es hat wunderschöne Gesteinsformen, so Basaltfelsen und einfach in allen möglichen Farben Steine. Und der Strand ist vor allem der Hit und kristallklares Wasser und man kann einfach langsam reingehen. Und es ist so etwa wie von den Leuten her, so die Art der Inselgroove, so ist etwa so wie bei uns auf dem Land vor 60 Jahren. Außer, dass jeder sein Kästchen, sein Handy da in der Hand hat und irgendwie kommuniziert oder auch nicht. Oder ja, es ist gemütlich, die Leute sind relativ arm und die Geschichte ist eigentlich so, dass wurden immer wieder mal von Piraten überfallen. Und bis die von Madeira da waren, waren wir oder einfach die Bevölkerung schon alle irgendwie auf Schiffen und Richtung Sklavenmarkt Casablanca und so. Weil das war das Wertvolle, was die Insel hatte, die Leute. Sonst hat es nicht viel gehabt. So, doch, es hatte ganz wunderschöne Drachenbäume. Das ist sowieso ein bisschen eine Dracheninsel. Ganz viel Landschaftsformen, das aussieht wie so Drachen, die dann die Köpfe ins Wasser stecken. So, so ganz archaisch irgendwie. Und ja, auf jeden Fall sind die Inselleute relativ arm. Aber Piraten haben wir leider immer noch, aber die sind eher so
in den oberen Etagen irgendwie so Immobilien und weiß nicht was und Korruption und sonst ist eigentlich kaum Kriminalität, weil wo wollen sie hin? Können nur mit der Fähre weg oder mit irgendeinem Segelboot, aber dann ist die Wasserpolizei schneller. Und ja, es ist, wir haben auch keine Gifttiere, wirklich Gifttiere, also gefährliche. Es ist einfach so was, so ein sicheres Eiland und ein wunderschönes. Und deshalb fühle ich mich hier auch als Paradieskind, wobei ich habe mich früher auch schon als Paradieskind gefühlt. So quasi, ich war dort zu lange allein und dann wurde es mir ein bisschen langweilig und ich dachte, wo sind jetzt all die anderen? Und dann bin ich mal ausgebüxt und bin jetzt am Suchen und habe jetzt schon einige gefunden. Vor Sehr allem bei der schön. Lebensdurch. So. Und fühle mich so als Teil von einem multidimensionalen Team, das jetzt eben halt eine neue Erde entstehen lässt. Was passiert bei dir vor Ort? Da entsteht ja auch ganz viel Spannendes. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute hier zusammen sind, dass du, ja, dass du ein Projekt hast und vielleicht den einen oder anderen begeistern kannst oder das hast du eh schon, ich bin schon gedanklich bei dir, dass du die Menschen findest, die da vielleicht hingehören. Was hast du vor auf der Insel? Also, was ich vorhab, das habe ich eigentlich schon die ganze Zeit vor, so Schritt für Schritt halt in dieses paradiesische Leben einzutauchen. Und eigentlich war so der erste Gedanke, ich möchte einfach ein Stück Land pachten oder kaufen, aber pachten geht hier nicht, weil wenn man dann irgendwas Schönes einrichtet, sagt dann der Besitzer, oh danke und tschüss. Und dann habe ich halt gespart und habe hier ein Stück Land gekauft im Herbst 17 und habe dann noch ein bisschen gearbeitet und Geld verdient, dass ich einfach da was aufbauen kann. Und Ich hole gerade mal die Bilder, weil das ist super spannend, das jetzt mal zu oh, das ist verfolgen. wieder das. Das ist das Haus. Oh, warum geht das jetzt nicht? Ja, das war gestern. So, das nochmal gucken. So sah es aus, ne? Das war das Grundstück, das du So sah quasi es aus. gekauft hast. Genau. Und Ja. Und jetzt sieht es halt schon ganz anders aus und das war halt, ich bin anfangs einfach urlaubsmäßig hin, weil ich habe mit Kindern gewirkt in den öffentlichen Schulen die letzten 7 Jahre meiner Tätigkeit. Also ich bin offiziell pensioniert seit 2019. Ich bin schon eine alte, junge Alte. Ich werde 70 diesen Dezember dieses Jahr. Wow. Und aber eben irgendwie ein ewiges Kind. Und jetzt suche ich eigentlich auch Leute, die nach und nach, also jetzt war der Aufbau, da kamen ab und zu mal Holiday for Hand Leute, also vorwiegend Frauen. Also ich habe halt gesagt, ich möchte vorher mit den Leuten Kontakt haben und schauen, ob das passt, weil ich so quasi Wand an Wand ja auch hier mit den Leuten lebe. Ich habe ein Gästezimmer im Moment. Es kommt noch mehr, aber das kann noch ein bisschen dauern. Und so die Endvorstellung oder das Ziel wäre, dass man so wie eine Altersresidenz für vier, also es hätte dann vier Zimmer quasi mit allem einfach im Paradiesgarten zusammenleben und wirken. Und gleichzeitig habe ich natürlich ganz viele Ideen. Man könnte dann zum Beispiel mal
So über alternatives Heilen könnte man verschiedene Leute einladen und mal so eine Gruppe, eine Woche, wo man sich trifft und gemeinsam einfach weiterspinnt, was da alles möglich ist und was man vernetzen kann. Oder jetzt am Anfang ist es sicher auch so, dass man einfach zu mir zum Aktivurlaub kommen kann und mal schaut. Aber ich bin da jetzt schon ein bisschen am Sortieren und Selektieren, weil ich bin kein Hotelmama. Das heißt, die Leute sollten relativ selbstständig sein und halt dann essen, wenn sie essen wollen und kochen, wenn sie kochen wollen. Und ich habe auch meinen Rhythmus und mag dann auch nicht immer nur mit Kopfhörer was hören, weil jetzt da jemand im Haus ist und so weiter. Und außen habe ich halt relativ begrenzt Internet nachher, wenn ich irgendwas so hören will. Ja, und irgendwie, ja, was soll ich jetzt sagen? Kommt, es kommt. Also ich dachte, Leute können einfach mal bei mir anfragen, wenn sie Interesse haben, mal vorbeizukommen und zu schauen. Mein Wunsch wäre es, dass es auch Leute sind, die vielleicht auch sowas aufbauen wollen, irgendwo auf der Welt, oder sogar Interesse hätten, hier erstmal überwintern oder immer wieder mal in Urlaub zu kommen. Wie wenn jeder so seinen Ort hat, wo er lebt, und dann trifft man einander. So, also ich möchte einfach mit Best Friends schlussendlich hier leben. Das klingt so Auch wenn es jetzt schön. so eine Zweierkiste irgendwie, sondern dass einfach, ich bin jetzt so fast wieder dieses kindhafte Neutrale rein, wobei ich auch gern mal flirt oder irgendwas, aber es ist einfach anders, ist eine andere Phase. Aber ich möchte mit jedem so nah, wie es möglich ist, dass es für beide stimmig ist. Wundervoll. Wir haben jetzt ein Stimmt. paar Bilder gezeigt und wir verlinken auch alles unten drunter. Du hast ja auch, du hast auch eine Homepage, ne? Wo man mehrere Sachen sehen kann und auch mit dir in Kontakt treten kann. Also auf Living Earth habe ich, Genau, das ja. Profil. Genau, Ja. entschuldige. Ja. Homepage ist noch im Tun, das schicke ich, da kann man auch mich anfragen per E-Mail, und da kann ich, habe also ganze Bibliotheken von Sachen, auch ich lerne eigentlich von allem und jedem. So, das ist so mein, immer schon so gewesen, und ich spreche auch mit allem und jedem, ob es jetzt der Baum ist oder der südwestliche Drachenhüterfelsen oder die Katzen, die bei mir sind, oder Mutter Erde, Vater Himmel, die Engel, die meine Sternengeschwister und so weiter. Also es wäre schon gut, wenn jemand käme, der nicht sagt, oh du meine Güte, so eine Esokarte oder so. Das bin ich nicht. Also es ist alles selber gestrickt, was bei mir ist. Aber ich möchte natürlich, jeder hat einfach seine tollen Sachen, und ich kann vielleicht sagen, ich bin relativ vielseitig. Das heißt, ich hole die Leute dort ab, wo sie sind, und versuche sie dorthin zu bringen, wo sie hinwollen. Das ist so bei den Kindern auch so gewesen. Und bei mir kann man, ich bin eigentlich ursprünglich Heilpädagogin. Das war für mich so ein Beruf oder eine Berufung, wo ich dachte, das passt zu meiner Vielseitigkeit. Da hat man ein bisschen Medizin, man hat ein bisschen Psychologie und Philosophie und also rein vom Studium her, aber auch vom Arbeiten mit den Kindern kann man eben zum Beispiel Erlebnispädagogik machen. Ob man jetzt ein kleines oder ein großes Kind ist, das ist hier inbegriffen ohne Moral und einfach so ein wertfreier Raum. Versuche ich. Das sind so meine Ideale in dem Sinn.
Ich glaube, Maja, das, was du eben erzählt Absolut. hast, wird unser neues Normal, dass wir mit allem und mit jedem sprechen, weil ich glaube, da kommen Ja, wir ja. ursprünglich her. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie komisch ist, sondern das ist der Ursprung, weil alles Energie ist und alles lebt und alles zusammengehört und alles einander bedingt. Also insofern, ich glaube, das wird immer normaler. Und das ist auch richtig und schön so. Und ich Das glaube, geht. du wirst die richtigen Menschen, die werden zu dir finden. Das ist einfach eine Sache der Anziehung. Das wird einfach passieren. Und dieses Paradies, das du da geschaffen hast, das wird ganz viele wunderschöne Paradiesgärtner und Gärtnerinnen bekommen. Schön. Also zu viele nicht. Aber es hat noch viele, also es wäre schön, wenn hier auf dem Inselchen auch so ein paar Living Earth Menschen wären, dass ich nicht der einzige Tropf dort wäre. So. Ja, Also das wäre Tropfen. schön. So. Ja, das, was du gesagt hast, das weiß ich. Da bin ich auch sehr froh, dass jetzt immer mehr so. Ich habe auf euch gewartet und ich habe deshalb schon relativ früh auch mit der Katharina Kontakt aufgenommen, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was, wo ich auch hingehe. Ich habe in den 90er Jahren mal da habe ich mal 10 Jahre in Norddeutschland gelebt. Ich bin übrigens Schweizerin, das hört man vielleicht ein bisschen. Und da habe ich mal so einen Workshop gemacht, einen Wochenendworkshop über Ausdrucksfindung. Ich habe mal eine Tanzausbildung gemacht, bin Ausdruckstänzerin, Choreografin, Klinikclown und eben Heilpädagogin. Ich habe so mit den verhaltensoriginellen Kindern gearbeitet, gewirkt und man kann mit mir gut Urlaub machen. Und da habe ich mal so eine Fantasiereise gemacht. Und da bin ich immer 10 Jahre weiter. Wie ist es in 10 Jahren? Und eben in 40 Jahren von damals so, wann war das, 98 oder 99 so, da waren dann alles so kleine Communities, so Dörflein, die miteinander total vernetzt waren. Und was ich da so erlebt habe, also haben alle erzählt nachher und ich habe dann halt auch mitgemacht. Und das hat eigentlich ziemlich dem entsprochen, was wir jetzt mit dem Manifest der neuen Erde so andenken. Also von dem her musste ich einfach reagieren, weil ich gemerkt habe, aha, ja, das sind meine Leute so. Wundervoll. Ja, dann wünsche ich dir, Maja, dass sich jetzt ganz, ganz viele spannende, richtige Menschen bei dir melden. Wir verlinken mit deinem Profil und mit deiner E-Mail-Adresse. Und ja, dann kann man dich einfach ansprechen, wenn man jetzt Lust bekommen hat, nach Porto Santo zu gehen mit dem kristallklaren Wasser und den Drachenbergen. Ich bin ganz neugierig. Ich liebe ja Madeira. Ich glaub, wenn ich in Madeira bin, komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Und dann schauen wir uns das mal vor Ort an. Vielen, vielen Dank, Maja, dass du Menschen hier die Chance gibst und die Möglichkeit, vielleicht auch ihren Paradiesgärtnerwunsch zu veröffentlichen und also und umzusetzen. Ja, und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Du hältst uns ganz bestimmt auf dem Laufenden, wer da bald in Porto Santo ein- und ausgehen wird. Eben Dankeschön. im Moment habe ich erst ein Gästezimmer. Aber können natürlich auch Leute kommen und ich versuche was zu organisieren. Ich kann einfach Kost und Logis für eine Person oder für jetzt eben wie die Vera Mutter und Kind. Das ist die erste von Living Earth, die gekommen ist. Ja. Die hat sich von sich aus gemeldet. Und Voll schön. das war ganz toll, wie wenn ich eine Tochter plötzlich habe. Oh, voll schön. Oh, wow, was für eine schöne Geschichte. Wow. Da Ja, würde ich also mich das freuen, war, wenn wir du. haben Ja. uns richtig so, wir sind einfach Living Earthler, Oh. beide. Ja, So, das und passiert auch jetzt ein überall. Riesenpotenzial.
Ja, überall Und das passiert es jetzt, dass die Menschen sich treffen und dass sie ähnliche Erfahrungen machen wie du. Also im Sinne von, da trifft man jemand und man hat das Gefühl, den kennt man schon ewig. ja, Und das genau. soll so sein. Ja, wir kennen uns ja wahrscheinlich auch schon ewig. Ja, weil wir wieder die höhere Ebene, das stimmt, hast du recht. Aber manchmal vergessen wir das und dann sind wir wieder Menschen und dann vergessen wir, dass wir uns alle verabredet haben und dass wir, das haben wir alle geplant. Also ich bin sicher, wir haben das alle zusammen geplant und haben gesagt, oh, Living Earth wird's heißen und das wird richtig gut. Und da kommen Genau, alle zusammen, alle Verrückten auf diesem Planeten kommen da zusammen und machen ihr Ding und kreieren eine Erde, die es so noch nie gegeben hat, in ihrer vollsten Pracht, in ihrer vollsten Blüte. Da haben wir uns alle für verabredet. also, aber ich möchte jetzt noch was reinbringen, das ist vielleicht altersbedingt, aber ich denke nicht, aber und ich denke, bewährtes Altes kann man ruhig mitnehmen. Und das andere erneuern, das sind so Worte im Moment, erneuern und transformieren. Und eben diese Vernetzung, das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass wir uns vorstellen, dass wir, wenn wir mal nicht mehr im Physischen sind, und im Moment läuft ganz viel so, dass viele gehen und so, dass wir einander irgendwo finden, dann müssen wir uns auch, also müssen, dürfen wir uns verbinden im Herzen, oder? Dass man dann merkt, ah, das ist die Energie, ach, das ist die Tatjana, oh, und so, weil ich weiß ja nicht, wie wir dann aussehen und wie wir uns zu erkennen geben, aber dass wir dann nicht in der geistigen Welt oder auf irgendwo, also außerhalb von Zeit und Raum, uns nicht verlieren irgendwo. Und das ist auch so ein Thema, was mich halt interessiert. Also es ist dann gut, wenn ich auch mal sage, ja, der Meister Jeschua hat mir heute gerade gesagt und so weiter. Oder der Erzengel Raphael meint, das sei gesund und so weiter. Ich möchte also nicht irgendjemandem was aufdrücken, aber es muss einfach irgendwo der Level für mich sein, dass ich mich auch wohlfühle. Und nicht zu Darum viele geht's. miteinander. Das kann man mal eine Strandparty machen, okay, aber zum Wohnen habe ich, genieße ich die Leute lieber so. Dass Wunderbar. man nicht nur Smalltalk machen muss, sondern dass man wirklich auch in die Tiefe kann und in die Höhe und in die Weite und so weiter. Super Okay. schön. Gut, danke schön, Maya. Danke für deine Zeit und ja, ich bin sehr gespannt, wer sich jetzt hier angezogen fühlt und wer dich bald mal besuchen kommt. Dankeschön dafür. Okay. Ja, und dir sage ich danke, dass du heute dabei warst. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst die Maya kontaktieren, dann findest du sie auf der Living Earth. Und die E-Mail-Adresse verlinken wir unter dem Video. Alles Liebe und solltest du nach Porto Santo reisen, vielleicht vor uns, dann freuen wir uns natürlich, wenn du postest und erzählst, wie es da so ist. Alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Tschüss. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich. Thank you.